eine wilde Autofahrt mit Kirby und ich sitze hinten drauf. Jetzt guck mal, so wie meine Reifen glühen, muss ich nachher in die Werkstatt. Ja, hoffentlich gibt's keine Autopanne. Katz-tastisch! Begrüßen wir euch zu einer neuen Folge von Kirby und das vergessene Land. Hier auf Katze, natürlich mit... L-Girl! L-Girl ist mit von der Partie und wir beginnen mit der Rennpistenraserei. Habe mich schon seit letzter Folge drauf gefreut. Und das wird richtig lustig, weil du fährst tatsächlich heute mit dem Auto. Guck mal, ich habe die Füchse hier runtergeeist sozusagen. Einfach mal runtergeschubst und die sind runtergeschlittert. So, warte mal. Achso. Oh, aua! Nee, guck mal, ich kann gar nicht auf deinem Auto sitzen. Hey, schade. Vielleicht muss ich die Fähigkeit dazu ausspucken. Nee, ich kann mir aber vorstellen, dass wenn du nachher an der Ziellinie oder an der Startlinie stehst, dass ich dann auf deinem Auto sitze. Denn hier musst du so schnell wie möglich ins Ziel fahren. Schaff das innerhalb von 25 Sekunden, L-Girl. Ich schaff das. Ich bin doch Formel 1 Profifahrer. Und ich schmeiße in der Zwischenzeit meine Speere. Ja, mach mal den Weg frei. Oh, oh nein, da musst du springen. Okay, genau. Und Gas. Weiter, ey, Girl. Das Gaspedal glüht schon. Aber weiterhin auf Gas gehen. Genau. Oh. Nicht da rein, ey, Girl. Geradeaus. Geradeaus, schnell. Wie knapp. Aber es hat funktioniert. Wie knapp hast du das bitte geschafft? Das war alles einkalkuliert und gewollt. Ja. Wie cool, guck mal. Da wartet schon das Siegerpodest auf uns. Ja. Und ein Waddle Dee wird jetzt von uns befreit, denn das ist nämlich der liebe Matthias. Der liebe Matthias? Matthias, wir retten dich. Upsala, warte, ich bemühe mich. Matthias wartet schon auf uns. Ja, hey, geh du schon mal vor. Okay, ich rette dich, Matthias. So. Matthias, willkommen in der Freiheit. Willkommen in der Waddle Dee-Familie. Sehr schön. So. Da, du bleibst bei der Eisfähigkeit, sehe ich schon. Wobei, da vorne gibt es auch den Igel. Oh, ich weiß es nicht. Soll ich den Igel nehmen? Ja, nimm doch mal den Igel. Ja, warte, ein bisschen Abwechslung ist ganz schön. Nom. Eingehustet. Du meinst eingesaugt, nicht eingehustet. Husten ist ja das Gegenteil fast schon. Achtung. Oh, wie cool. Hier gibt es auch, die Bombenfähigkeit, nimm die mal mit. Ja. Weil da kannst du nämlich mit den Bomben Schalter aktivieren. Zack. Oh nein, der hat mich getroffen. Ja, gleich wieder mitnehmen und alles gut, kein Problem. Hier ist Cosi, der Pilz. Cosi, der Pilz. Aber den hast du, glaube ich, irgendwie anders genannt. Ich habe schon vergessen, wie. Ich weiß es auch nicht. So. Wow, da ist ein Törtchen. Zack. Lecker, schmecker, dankeschön. Lecker. Und da kannst du einfach die Bomben runterwerfen. Genau, gut gemacht. Nimm das, du Igel. Ich habe den Igel weggebombt. Ja, hast du tatsächlich. Mal sehen, was da drin ist. Ah, eine Kapsel. Wow, ein Überraschungsei. Ja, ich dachte kurz, dass da noch ein Waddle Dee ist. Ja? Ja, okay. Aber ist wohl nicht der Fall. Okay. Und schau mal hier, da kannst du den Schalter jetzt mit der Bombe aktivieren. Oder warte, ich gehe einfach darüber. Oh, okay. Guck mal. Und müssen wir uns da beeilen? Ist es für eine begrenzte Zeit offen? Okay, ich komme. Erstmal hier Cosi den. Oh nein, warte, ich komme nicht mehr hoch. Jetzt, komm, Freund, komm. Ja, warte, ich schwebe automatisch jetzt zu dir. So, zack und zack. Und jetzt dürfen wir da mal reingehen. Oh, wie spannend. In eine Höhle. Oh. Und da ist ein Waddle Dee. Hallo, Waddle Dee. Müssen wir retten, aber erst einmal hier. Musst du den Schalter aktivieren. Einfach die Bomben runterwerfen. Ah. Nein, nicht dich selbst runterwerfen. Hupsa. Bomben runterwerfen. So, nein. Das ist ja wie beim Kegeln. Ja, das ist Kegeln, richtig. So, das ist Nintendo Switch Sports. Ich glaube, ich gehe lieber näher ans Ziel, dass wir hier vorankommen. Okay. Oh, Hauptsache ist offen. Und das ist Emxim oder Mixim oder so. Ich hoffe, wir sprechen deinen Namen richtig aus. Mixim. Emxim, herzlich willkommen bei uns im Team der Waddle Dees. Im Team der Freiheit. Gibt's hier noch was? Ja, hier gibt's noch was, aber ich frage mich, wo es wartet. Hier vielleicht. Ah, hier, die Leiter, die gelbe Leiter. Ah, hier. Da müssen wir hoch. Okay, dann. So. Und was haben wir da? Schönes Rennen. Eine Schatztruhe. Ein Lolli. Achtung. Folgendes. Du nimmst den Lolli und dann rennst du so schnell es geht zur nächsten Tür. Komm. Okay, ich komme. Beeil dich. Dann nach hinten, gleich zur nächsten Tür. Oh, da. Ich hab's gesehen. Wow. Weil wir kriegen einen extra. Ich komm hier raus. Nicht schweben. Ja, okay, warte. Schnell. Boah,
Weiter geht's. Ich dachte, wir haben es schon geschafft. Nein, wenn wir den Schwert... Warte, komm zu mir. Ja, ich muss. Den müssen wir mit der Lollipop-Fähigkeit besiegen. So, nimm das und weg. Zum Glück. Siehst du, besiege Schwertgrobia mit Hilfe eines Superkraft-Lollis. Oh, sehr gut. Oh, jetzt habe ich ein Schwert. Ja, nimm das Schwert, nimm das Schwert. Ja, gut, dann. Okay. Einsaugen. Ja, warte. Oh, jetzt habe ich die Kopfhörer. Toll. Ah, hier. Nein, komm jetzt. Na gut. Ich werde schon auch mit der Bombe klarkommen. Oh, neue Blaupause. Nimm du die. Okay, warte. Was? Und jetzt. Und jetzt. Kolossales Schwert. Ich kann mein Schwert entwickeln. Richtig. Oh, okay, hier gibt es noch Burger und Pommes. Ganz gesund. Wow. Ja, nicht gesund natürlich. Das war ironisch gemeint. Ja. Kann man schon mal essen, aber sollte man jetzt nicht täglich essen. Nee. So, dann würde ich sagen, auf geht's durch die Tür. Oh, es gibt ein neues Rennen. Oh. Jetzt gilt es wieder super schnell zu fahren, okay? Ja, so schnell wie vorher. Ja, du hättest deine Bombenfähigkeit behalten können, aber egal. Okay, an den Start. Wo stehst denn du am Start? Ganz am Rand? Oh, ja, ja. Also, jetzt. Hier rechts kannst du abkürzen. Genau, oh, gut. Hier? Ja, ja. Wow, aber und hier durch die Kartons. Welche? Egal. Ach, die Kartons. Boah, hast weiter. Du gesehen, wie knapp das war? Ja, jetzt weiter. Springen. Perfekt. Und, oh, ne. Hier vorbei. Okay, warte. Und jetzt... Jetzt Achtung, hier rechts, jetzt kannst du da quer über die Kartons, zu den Kartons rüber. Okay, ich versuch's. Oh nein, ich dachte, da gibt's eine Brücke. Nee, leider nicht. Und, jo, aber wir schaffen's trotzdem. Aber hier kannst du links rum, okay, fahr einfach normal. Ja, das schaffen wir trotzdem, oder? So, ich bin gespannt. Und, oh, ganz knappe Kiste. Oh nein. Elke, wo hast du deinen Führerschein gemacht? Den habe ich mir auf dem Jahrmarkt gekauft. Ja, das merkt man. Bei den Boxautos. Das merkt man auf jeden Fall. Gas. Du musst aber Gas geben. Ja, ich gebe Gas. Und sonst kommen wir nicht voran. Nö. Hier das kannst Auto du auch röhrt abkürzen. Aus dem letzten Loch. Hier kannst du abkürzen. Jetzt zwischen den Laternen konnte man abkürzen. Oh, habe ich nicht gesehen. Oh, jetzt. Aber Elke, nicht gegen das Karussell fahren, gegen diese Fahrzeuge. Ich versuche dran vorbeizukommen, aber der lässt sich überhaupt nicht. Oh, ey, Girl, ich sehe schon. Und jetzt musst du springen. Jetzt springen. Nein. Hey, der lässt mich voll weit hinten raus. Aber jetzt. Und also, ich glaube, alle fragen sich, wo du den Führerschein gemacht hast. Jetzt habe ich es geschafft. Hat L-Girl einen Führerschein oder nicht? Traurigerweise ja. Und du musst ehrlich sagen, so schlecht fahre ich in Wirklichkeit gar nicht. Schweigen im Walde. Hey. Also gut. Okay. Es gibt hier einen Milchshake. Immerhin ein Milchshake. Ja, aber mehr haben wir leider nicht geschafft. Okay. Aber da oben sind weitere Waddle-Dees, die wir jetzt endlich retten dürfen. Oh, Waddle-Dees. Wen haben wir denn hier Schönes? Oh, warte mal, hier ist noch was. Oh, hier ist noch was? Eine grüne Münze. Okay, jetzt. Okay, das sind Patrick, Nico und Pia. Patrick, Nico und Pia wurden gerettet. Supidupi. So und? Läuft das dir auch wie am Schnürchen. Naja, fast, wenn man diese Autofahrt, die rasante, mal ausklammert. Ja, da drücken wir jetzt alle ein Auge zu. Okay? Besser zwei. Oder vier. Hä, wer hat denn vier Augen? Also, ich glaube, hier schauen auch ein paar Geschwister zu, die drücken gerade alle die Augen zu, weil alle denken, Mensch, L-Girl, wie fährst du denn bitte? Ihr könnt ja mal unten in die Kommentare schreiben, unter dem Video, wer gerne mal mit mir Auto fahren möchte. Ja, ich glaube, alle. Alle. Ich verspreche euch eine abenteuerliche Fahrt. Okay, jetzt gehen wir mal ganz kurz in die Stadt der Waddle-Dees, denn es ist wieder Zeit, zum Waffenhändler zu gehen und deine Fähigkeiten zu verbessern. Und Achtung, jetzt kommt wieder die berühmte Synchronisation des Waffenhändlers von L-Girl mit ihrer sehr, sehr tiefen Stimme. So, Spezialpower Schwert kann entwickelt werden und du hast die Möglichkeit, drei Sachen zu erweitern. Drei? Darfst du selbst entscheiden. Da muss der Händler aber mitmachen. Ja, der macht da mit. Guck mal, der sagt schon was. Ab sofort findest du auch die Spezialpower-Bow in meinem Laden. Viel Spaß damit. Achtung. Hey. Hui, du hast aber viele neue Blaupausen für mich. Also gut. Ich hole nur eben schnell mein Werkzeug. Dann können wir gleich mit dem Entwickeln loslegen. Elke hat die beste Stimme, wenn sie den spricht.
Geht's mit deiner Stimme noch? Ja. Vielen Dank für deine Geduld. Die Spezialpower-Schwert kann nun zu kolossales Schwert entwickeln werden. Und wer ist das? Vielen Dank für deine Geduld. Die Spezialpower-Hammer, weiß ich nicht. Spielzeughammer. Der Spielzeughammer konnte entwickelt werden. Und der edle Entdecker kann auch entwickelt werden. Und was noch? Und die Bombe kann zur Bombenkette werden. Was noch? Und der Igel zu Krimskrams-Igel. Okay, dann würde ich sagen, womit fangen wir an, L-Girl? Ah, schwierig. Vielleicht, weiß ich nicht. Ich muss mir erstmal alles genauer angucken. Hier, der Entdecker. Nimm den Entdecker vielleicht. Was magst du? Weiß ich nicht. Der wird dir gefallen. Kann ich mir der gut Entdecker? Vorstellen. Okay, dann nehmen wir den Entdecker. Dann bist du der edle Entdecker. Boah, wie cool. Ich bin edel. Und ein Entdecker. Und was macht er jetzt? Du darfst ihn spontan synchronisieren. Okay, dann Hammer, 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 Hammer. Hammer, Hammer. Und hier ist die Dritte. Hier, Kirby. Wow, wie cool. Die Spezialpower Entdecker hat sich zu edler Entdecker entwickelt. Mein Hut. Mein Federpuschelhut. Du siehst aus wie Napoleon. Wie cool. So, das könnte bestimmt auch dienlich sein. Oh, wie cool. Erstmal testen. Ja, jetzt probier mal das Feuer aus. Ja, das Feuer ist eine gute Entscheidung. Ja? Ja. Perfekt. Und was sagt der Waffenhändler diesmal? Gute Entscheidung, Kirby. Ich mache mich gleich an die Arbeit. Puste, puste, Hammer, Hammer, puste, puste, puste. Entschuldigung, wenn wir... Hier ist dein Vulkanfeuer, Kirby. Guck, wie der jetzt aussieht. Oha! Eine Irokesen-Frisur. Ja, du hast eher einen ganzen Vulkan auf dem Kopf. Das stimmt. Oh, wie cool. Und jetzt setz mal deinen Angriff ein. Wow, Magmasteine. Du kannst die Taste sogar gedrückt halten. Das musst du auch mal ausprobieren. Oh. Jetzt zünde ich gleich den ganzen Laden an. Oh, besser Vielen nicht. Vielen Dank, lieber Entdecker. Jetzt deine Lieblingsfähigkeit, das Schwert. Boah, das entwickle ich natürlich. Was sagt er jetzt? Noch eine sehr weise Entscheidung, Kirby. Achtung, ich mache dir dein Schwert sehr spitz. Dann kannst du alle besiegen. Okay. Hier ist dein Schwert. Der sieht aus wie so ein kleiner Ninja. Wie so ein Wikinger. Wie ein Wikinger-Ninja. Ja, mit seinem spitzen Hut. Guck mal, und seinem wie groß sein Schwert ist. Schmerz. Wie cool. Das ist ein Riesenschwert. Vielen Dank, lieber Waffenhändler. Wow. So, und an dieser... Cool. Ja, genau. Hey, genau. Schild. Guck mal, so kannst du dich schützen. Du kannst sogar so laufen. Hallo, ich bin Shield Kirby. Aber das Schwert ist noch viel cooler als das Schild. Auf jeden Fall. Guck mal, wie das aussieht. An dieser Stelle ein ganz großes Entschuldigung an alle. Von uns beiden. Manchmal sind wir so euphorisch und lachen und schreien so laut ins Mikrofon. Das meinen wir natürlich nicht böse, aber es ist einfach so lustig, gerade wenn man zusammenspielt. Entschuldigung. Also von uns beiden natürlich, nicht nur auf L-Girl bezogen. Invasion im Horrorhaus. Oh nein, ich bin kein Fan von Horror. Ich auch nicht, aber wir alle wissen aus der Katzen-Community, wir haben es ja schon gespielt und gesehen, es ist gar nicht so gespenstisch. Weißt du, wie das aussieht? Wie so beim Blaulicht-Minigolf. Blaulicht-Minigolf, stimmt. Habt ihr das schon mal gespielt? Es heißt Schwarzlicht. Schwarzlicht, nicht genau. Blaulicht. Schwarzlicht-Minigolf, genau. Dann spielt man praktisch in so einer ähnlichen Szenerie, sage ich jetzt mal, Minigolf. Total lustig. Aber es sieht wirklich aus wie hier, gell? Ja. Ja. Und irgendwie finde ich das richtig cool, wie du mit deinem Schwert hier alle umhaust. Das ist mega. Ich bin großer, großer, großer Schwertfreund jetzt. Ey. Einmal gab es die Frage in den Kommentaren. L-Girl, was findest du eigentlich jetzt besser? Weil das sind doch deine zwei Lieblingsfähigkeiten. Boomerang und Schwert. Ja. Aber was ist besser? Ja, Boomerang ist ja jetzt noch nicht entwickelt. Das heißt, doch, haben wir einmal. Haben wir einmal entwickelt? Zu Chakram-Boomerang. Das sind doch diese Kreisel. Stimmt. Boah. Der Boden. Okay. Boah. Ah ja, aber ich bin groß. Es liegt vielleicht auch daran, dass ich das Schwert gerade entwickelt habe oder entwickeln habe lassen von unserem tollen Freund. Ich bin großer Schwert-Fan. Das verstehen wir gut. Tudu! Guck mal, das Schwert ist einfach mal fünfmal so groß wie Kirby. Ja, mindestens. Und das macht es auch so lustig. Hier rein? Bist du dir sicher? Ja, da geht's noch was. Ein kleines Geheimnis. Ich hoffe, das geht auch ohne Boomerang. Damals habe ich das mit Boomerang gemacht, aber eigentlich muss man nur dagegen springen. Warte. Okay. Zack. Und wen retten wir da? Joanna oder Joanna, je nachdem, wie man deinen Namen ausspricht. Ganz, ganz herzliche Grüße. Ja, herzliche Grüße auch von dem Schwert-Kirby. Der Schwert-Kirby ist mit von der Party. Wie cool. Achtung, Boomerang. Oh, da kann man durch die Lücken
fliegen. Ich dachte, das wäre eine Wand. Ich habe die Lücke nicht gesehen. Du bist einfach quer drüber gesprungen. Und neue Fähigkeit für dich. Guck mal. Cool, ich bin eine Glühbirne. Ja, eine Glühbirne, die uns jetzt mal den Weg weisen wird. Ich denn bin Glühlieb. Jetzt wird es ein bisschen dunkler in diesem Level. Oh nein. Guck mal, wie Kirby einfach den Mund aufsperrt. Also, jetzt kannst du durch das Einschalten der Glühbirne ein bisschen den Raum erleuchten. Ah, schon verstanden. Das heißt, ich leuchte uns jetzt sozusagen den Weg. Ganz genau. Und eine Dose. So. Hier geht's nach links. Okay. Wenn du die Taste loslässt, kannst du ein bisschen schneller laufen. Das okay. Kannst du auch durchaus nutzen, um schnell zum Beispiel irgendwo hinzuspringen, denn aha, ab und zu gibt es Fallen, wie hier zum Beispiel. Spring, spring! Hui! Das war eine knappe Kiste. Ja, jetzt können wir weitermachen. Und vielleicht nochmal ein kleiner Hinweis. Es gibt Gegner, die von deinem Leuchten angezogen werden. Wie, Mücken. Ja, kann man so sagen. Schnaken. Wobei Schnaken, das ist so der Irrtum. Schnakende werden von Schweiß angezogen. Lecker. Das heißt, selbst wenn das Licht aus ist, können sie durchaus reinkommen. Ein Eis für uns. Hey, du bist abgestört. Ja, irgendwie. Pass auf. Mir gelingt das auch nicht. Also ich bin auch kein perfekter Spieler. So, ich falle durchaus mal runter. Achtung. Ui, ui, ui. Gerade noch gerettet. Vorsichtig, du Bandana Waddle Dee. Ja, ich bin vorsichtig. Was haben wir denn hier Schönes? Da gibt es ein kleines Überraschungsset. Zettel für uns. Njom, njom. Ja, abklatschen. Energie und fast wieder aufgefüllt. Komm auf die Plattform. Das ist sehr gut. Einmal wurde uns auch in den Kommentaren geschrieben, Mensch, wie füllt man eigentlich seine Energie auf? Und das ist ganz einfach. Man findet einfach Nahrungsmittel im Level und man kann sich gegenseitig die Kraft schenken, indem man sich berührt. Dann klatschen die sich ab. Entschuldigung, ich war jetzt so in meinem Monolog, dass ich gar nicht darauf hingewiesen habe, dass hier schon die nächste Falle kommt. Die kommt jetzt gar nicht mehr. Ja, du. Oh, stimmt, du hast recht. Ich dachte, nur du kannst sie aktivieren. Ja, aber ich komme irgendwie auch nicht an die Überraschung da oben. Ja, dann müssen wir sie ignorieren. Achtung, jetzt kommen die Gegner. Die werden von Licht angezogen. Licht aus. Musst du immer wieder ausschalten. Und? Vorsicht, Vorsicht. Jetzt müssen wir runter. Aber ich glaube, du wirst den Trick schnell raus haben, wie das funktioniert. Das war auch ganz schön knapp, aber zum Glück ging es da nicht in den Abgrund. Ja, das kannst du laut sagen. Und immer schön erleuchten. Ja, ja. Und, aber das, ich glaube, ich habe den Trick schon raus. An, aus, an, aus. Obwohl es ja nicht wirklich energiesparend ist. Ja, und weißt du, wie das aussieht, das, was du auf dem Kopf hast? Hä? Wie so ein Stück aus einem Gebüsch. Ja, das stimmt, wie so Grasbüsche, gell? Ja. Wie so vom Fußballfeld. Oder ein Vogelnest könntest du auch auf dem Kopf haben. Das stimmt. So. Und aktiviert. Jetzt gibt's wieder einen kleinen Bonus. Wow, wie cool. Wow. Boni für Kirby und Waddle Dee Assistent. Aber eigentlich heiße ich, glaube ich, offiziell Waddle Dee Bandana oder Bandana Waddle Dee oder so. Ja klar, weil du ein Bandana auf dem Kopf hast. Ja, ja, ne? Ich frage mich, warum die jetzt hier in der Übersetzung links oben Assistent geschrieben haben. Aber ist ja nicht schlimm. Weil du mein Assistent bist vielleicht? Das schon. Fiel mir nur spontan ein. Ich weiß nicht, warum das umbenannt wurde. Weil normalerweise heißt der immer Bandana Waddle Dee. Aber du bist einfach mein Bandana Waddle Dee. Yay. Vorsicht, jetzt musst du richtig springen. Nicht runterfallen. Warte, okay, ich gucke mir jetzt. Ich zeig's dir, zack. Und jetzt. Oh. Dü. Boah, da war ich mal kurze Zeit sprachlos. Einfach geschockt. Ja. Aber jetzt, Achtung, nicht nur du warst sprachlos. So. Jetzt gehen wir da rein. Da gibt's ein Waddle Dee, den wir retten ein können. Ein Waddle Dee? Boah, und da gibt's vor allem eine Fähigkeit. Ja, Boomerang. Müsstest du sogar tatsächlich leider nehmen. Ja? Ja. Das heißt, ich muss mein Schwert ablegen. Toll. Egal, das nächste Mal kriegst du es wieder. So, okay. Und jetzt musst du deinen Boomerang da reinwerfen. Genau. Zack, zack, zack. Und warte. Reinwerfen. Und die Angriffstaste gedrückt halten. Ah, okay, warte. Ich komme nochmal zurück und los geht's. Wow. Ja, ja, okay, wir können es hier versuchen. Also nochmal, aber du musst gerade runterstehen, genau so. Okay. Gedrückt halten, jetzt kommst du zu mir. Aha, warte. Und dann lässt du die Taste los. Okay, und? Aber Achtung, oh. Ja. Oh. Kein Waddle Dee für uns. Warum nicht? Weil da musst du genau drauf achten, ob es einen Stachel gibt, also einen Gordo, oder einen Waddle Dee. Also eins von beiden bekommen wir. Wir haben jetzt eben das Schlechte bekommen. Ach so, schade. Schade Schokolade. Diesen Waddle Dee haben wir dann leider nicht gerettet. Das tut mir leid, aber vielleicht finden wir ihn ja in einer anderen Welt. Vielleicht wird er quasi deportiert, heißt es so? Ja. Ja, na, vielleicht finden wir ihn ja noch irgendwo anders. Ja, vielleicht.
Gucken wir mal, wie es weitergeht. Schnell, schnell. Aber hier ganz in der Nähe gibt es noch einen Waddle Dee, den wir retten können. Ja? Ja, und zwar hier rechts unten. Oh, warte. Und? Hier müssen wir runter. Oh, ich hab's gesehen. Vorsichtig. Wo geht's denn hier weiter? Da jetzt hoch. Boah, das ist ja wie ein Labyrinth. Ob wir hier jemals wieder rausfinden? Natürlich. Oh jetzt, nein, Achtung. Geister. Du musst es einschalten und dann müssen wir schnell nach oben. Okay, und? Boah, das war knapp. Perfekt. Wen haben wir denn da jetzt gerettet? Das ist die liebe Nora. Liebe Nora, ganz herzliche Grüße. Du bist unser Waddle Dee aus diesem dunklen Raum. Wir haben dich endlich befreit. Okay. Raus mit uns, damit Nora auch Tageslicht bekommt. Und mal wieder Sonne sieht. Richtig. Wer weiß, wie lange die schon gefangen war. Die Arme. Oh. Ab durch die Tür. Nächster Abschnitt. Ja? Aber ich will erst noch was essen. Oh ja, wie heißen die denn noch gleich? Macron? Nee. Macaron. Macaron. Macron ist ja der Präsident in Frankreich. Was? Aber ich war nah dran. So, Achtung. Jetzt musst du deine Glühbirne ablegen, denn sonst kommst du gar nicht hoch. Oh nein, ich hab schon gemerkt. Und? Und da oben gibt's aber ein belegtes Brötchen. Hey! Na toll. Eine rote Wurst im Brötchen. Eine rote Wurst im Brötchen. Oh, 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 Geister. Oh. Okay. Und? Oh, Feuerkraft, Feuerkraft. Genau das Richtige für dich. Ja? Dann hast du wieder die Vulkanfähigkeit. Ich bin ein Vulkan. Und? Und Achtung, rechts ist die Attrappe. Bleib du mal links. Ich aktiviere die Attrappe. Und Achtung, Achtung. Ach so. Uiuiui. Boah, einfach so. Kommt es runter? Ja, das sieht man aber auch. Ja? Wenn man ganz genau hinschaut, dann sieht man das. Okay. Grüne Paprika. Ich dachte, eine grüne Tomate. Ja, vielleicht war es auch eine grüne Tomate. Boah, weg, 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 ihr Geister, weg. Sehr gut. Boah. Hier mal alles hier mal kurz in Flammen gesetzt. Hast du klasse gemacht. So. Gibt's hier was? Nee. Ja, Gegner. Boah, und jetzt Gegner. Gibt's wieder die Attrappen. Schau mal ganz genau hin, dann siehst du es. Siehst du? Das ist einfach nur ein Bild. Ah, stimmt. Ja, ja. Im letzten Moment habe ich es erkannt. Und jetzt, wenn mich nicht alles täuscht, kommt eine neue Fähigkeit für dich. Guck mal da oben. Du hast die, glaube ich, laufende Aubergine genannt. Ja. Aua. Warte, die kommt gleich nochmal. Ja? Ja, ja. Okay, warte. Warte, nicht. Nein, das musst du ablegen. Ach so. Weil früher oder später sollten wir sie einmal eingesammelt haben, die Fähigkeit. Okay, warte. Okay, jetzt aber. Ja. Aber wie stelle ich das wohl an? Ich muss hier hoch, glaube ich, oder? Ja, Hauptsache ablegen und jetzt musst und du. Jetzt? Okay, warte. Warte. Aua. Spring mal auf die Plattform, denn da erscheint das Ding, ja? Und jetzt kannst du saugen. Genau, jetzt. Ah, und? Und yes. Yum. Und jetzt Achtung, du hast jetzt nämlich die Fähigkeit, deine. Oh, warte. Was ist denn das? Ich bin plötzlich explodiert. Warte, nimm es nochmal. Die kannst du nur einmal einsetzen. Und dann entfachst du eine riesige Explosion. Das lohnt sich, wenn viele Gegner auftauchen. Ja, cool. Denn da oben kommen jetzt ganz viele Geister und dann kannst du es mal ausprobieren. Okay. Das ist der sogenannte Kugelblitz. Okay, wo seid ihr, Geister? Jetzt. Achtung, mein Kugelblitz kommt. Und wow. Einmal aufgeräumt im Horrorhaus. Das hast du sehr, sehr gut gemacht, L-Girl. Dankeschön. Ich bin sehr stolz auf dich. So. Wann finden wir denn mal wieder den Ausgang? Boah, hier unten. Hier unten? Ja, komm mal da rein. Oh, oh, ob ich das schaff? Ja, komm. Okay, Warte, da hinten ist... Ah, nee, ich glaube, du musst schon kommen, sonst kann ich nicht weiterlaufen. Okay, schnell. Flieg. Aber vorsichtig. Oh, geschafft. Gibt es hier für den Kugelblitz eine Blaupause. Ich habe hier einen Geheimgang. Hier, guck mal. Die Brems-Kugelblitz-Blaupause. Das heißt, den Kugelblitz gibt es auch im Waffenladen? Ja, und dafür auch eine Erweiterung. Cool. Na dann. Aber, ja, die ist jetzt nicht so wichtig, aber trotzdem ganz nett. Ja, aber irgendwie auch nicht so ganz nützlich, wenn man die nur einmal einsetzen kann. Komm ja her, doch, da kannst du ja alle Gegner, die man gerade auf dem Bildschirm sieht, komplett zerstören. Da ging es ja mal runter. Für dich. Wow, cool. Das ist auch eine Fähigkeit, die ich sehr, sehr liebe, diesen Dosenautomat. Perfekt. So. Deine Fähigkeit brauchen wir jetzt auch gleich. Denn jetzt gibt es, glaube ich, den Abschnitt mit diesem horizontalen Aufzug. Sagt man dann Aufzug? Man sagt einfach wie so ein Förderband. Oh, eine schwebende Plattform. Okay. Oha. Okay. Und jetzt. Oh nein. Vorsicht. Warte. Die kannst du kaputt machen mit deinen Dosen. Genau. Ja.
System verstanden. Und jetzt geht's rechts auf die nächste Plattform. Und die bringt uns ebenfalls geradeaus durch das Level. Bist du bereit? Ja. Komm, Kirby. Komm, mein Waddle. So, Vorsicht. Gut machst du das. Ich kann zugucken. Ich wollte gerade sagen, kannst du mir nicht helfen? Nee, wow. Jetzt stand ich nur rum. Oh nein, oh nein. Oh, ey, Girl. Und da ist ein Waddle. Müssen wir auch noch retten. Ja? Ich habe ihn noch gar nicht gesehen. Ja, der ist auf der linken Seite. Also du kannst dich schon mal links positionieren. Okay. Warte. Jetzt auf Position. Und immer schön die Dinger kaputt machen. Okay. Und links, da. Da ist er, schnell. Tidi. Wer ist das? Wen haben wir da gerettet? Das ist Annelie. Liebe Annelie, wir haben dich gerettet. So. Wow. Und da sind unsere letzten drei, die wir jetzt retten werden. Oh, cool. Wow, ich liebe einfach diese Dosenautomatfähigkeit. Und hier haben wir Johanna, Leon und Hanna gerettet. Oh, herzlich willkommen. Ja, willkommen im Team der Waddle Dees. Okay, und jetzt verlassen wir endlich diese Dunkelheit? Ja, wir verlassen sie und alle Waddle Dees können endlich wieder Tageslicht sehen. Oh, ich hoffe, ihr freut euch, meine lieben Waddle Dees. Guck mal, Chili hast du gesehen? Nein. Der Schneemann heißt offiziell Chili. Ah, wie cool. Achtung. Und das wird die nächste Welt sein. Die Wundaria Traumparade. Also, jetzt mal ganz im Ernst. Wenn das nicht cool klingt, dann weiß ich ehrlich gesagt auch nicht mehr weiter. Da stimme ich dir vollkommen zu. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Das wird super. Meine Lieben, bleibt Katztastisch!